Hallo, willkommen zurück in Final Fantasy 12. Ich habe mal offscreen ein bisschen gekämpft. Ich bin jetzt auf Level 3. Hab 1500 Gil, also ist nicht übertrieben. Ja. Könnte doch viel besser sein. Aber ich habe was nämlich bekommen von einem Gegner ganz random. Ich könnte das verkaufen, nämlich einen Bogen habe ich bekommen. Ich bin auch überlegen, ob ich den behalte. Das erste. Hier ist er. Das ist schon ziemlich selten, dass man eine Waffe bekommt von Gegnern. Ich weiß nicht mehr, von welchen es war. Es war von den Größeren, die hier herumlaufen. Aber ich behalte ihn mal. Dazu sage ich nicht nein. Ich habe die Lizenz nicht dafür, den zu auszurüsten. Aber ich glaube, ich könnte es machen. Locker. Hallo, ich habe 50 LP. Da sieht man, wie viele Gegner ich bekämpft habe. Also hier ist er. Bogenlizenz 1. Das Problem am Bogen ist, ich habe keine Munition dafür. Weil eine Schusswaffe, wie der Bogen, braucht eine Munition. Jetzt nicht so stückweise, also ich brauche jetzt nicht 999 Pfeile so mitnehmen. Einer reicht. Ein Pfeil reicht und das ist endlos viel. Sehr interessant zu dem Fall. So, aber ich spare jetzt mal die LP auf. Denn ich will mir nämlich Magie kaufen in Arabanastra. Wir haben im letzten Part Sonnensteine, einen Sonnenstein geholt mit Mondstein. Wir haben ein paar Steine abgeklappert deswegen. Ich glaube, die Story geht jetzt nicht zwangsweise weiter, wenn ich gleich nach Arabanastra gehe. Aber ich will vorsichtig sein, ich habe schon lange nicht mehr hier gespielt. So. Und ja, ich komme jetzt mit der Steuerung ein bisschen wieder klar. Juhu! Nach einer gefüllten Stunde Spielzeit. Yay! Und ja, wie ihr seht, die Kisten hier sind wieder da. Ist das nicht praktisch? Die kommen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ist das so mit Preisgeld? So gesehen ja, aber nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. Und einen Moment, ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu laut. So, besser. So, da werden wir wieder in Arabanastra. Wir wollen ja zum Dillern eigentlich. Und hey, da ist sie ja. Dich habe ich gesucht. Die Gadi, hallo. Die Schokopopolärin ist hier. Hier könnt ihr euch Schokobos ausleihen und mit den reiten. Hallo Schokobo, wie geht's denn so? Mit der werden wir später noch viel zu tun haben. Und ja, ich habe erst bei Ort gesagt, dass Speicherpunkte immer blau sind. Nicht immer. Hier ist auch ein Speicherkristall, der ist rot. Allerdings ist das nicht nur ein Speicherkristall, sondern ein Telekristall heißt der. Zudem kann man sich zu jedem anderen roten Speicherkristall teleportieren. Man braucht dafür einen Telepostein. Wird einer verbraucht, dann sagt es tschüss, ich teleportiere mich mal irgendwo hin. Ist vor allem später im Spiel sehr praktisch. Vor allem, wenn man noch was Bestimmtes nicht hat, aber ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen. So, ich gehe mal kurz zum Laden, zum Waffenladen. Okay, Waffenladen ist nichts Gutes, glaube ich. Aber definitiv zum Magieladen. Kaufen das dann bis wir wieder in Dillern, weil wir haben jetzt diesen Sonnenstein. Damit können wir jetzt ein paar Schätze holen. Ich bin ein bisschen zu früh abgebogen. Entschuldigung! Mach die Tür auf! Falsch abgebogen! Falls ihr fragt, wo war ich unterwegs, ich war einfach in der Gieserebene unterwegs. Nicht in der links unteren Ecke. Da sind nämlich ein paar Werwölfe unterwegs. Und die Gegner, die schaffe ich noch nicht. Die sind nämlich sehr hohes Level. Ich glaube so 10, 13 herum. Die one-hitten mich. Also mit einem Schlag bin ich tschüss weg. Auch stimmt, wenn ich schon mal dabei bin hier. Wir haben ja diese Streunertomate besiegt. Wir haben aber noch nichts bekommen dafür. Dafür. Das ist ein Untergrund, ne? Ja. Dafür müssen wir zur Taverne. Und sagen, hey, wir haben das gemacht. Nachprüfen tut anscheinend keiner, aber anscheinend weiß er, ja gut, er hat das gemacht, das ist sicher perfekt, passt perfekt. So stelle ich mir das irgendwie vor, zumindest. So, der Auftrag geben, ich glaube, das war's du, oder? Nein, der Kellner war's nicht. Der Wert vielleicht? Nee. Nochmal der. Da ist schon der Thomas war's. Ja, was? War? Du hast den Schreinermann wirklich besiegt? Oh, ich hatte Angst, ja, vielleicht noch das zu früh für dich. Ach, Schreinermann ist kein Problem.
du hast mich überzeugt. Eine Belohnung. Hartwig bekommt unsere allererste Belohnung in den Kopf geschmissen. Dragil, 2 Potions, 1 Teleportstein. Nichts wirklich weltbewegendes. Ist die erste Belohnung. Was erwartet man da? Du hast den Job wirklich erstklassig gemacht. Für deinen Müll will ich dir den oberheißen Keimtipp verraten. In der Nordstadt gibt es ein Gebäude, das von Bangas bewacht wird. Schau doch mal vorbei. Ja, der tut das an und das Bestimmten. Da gehe ich noch hin. Da gehe ich noch hin. Wenn Clanbericht vorher zeigt, solltest du dich reinlassen. Mehr verrate ich nicht. Ah, das ist ein sehr interessantes Gebäude. Also, ich glaube, es ist noch nichts ausgestellt. Oder? Schauen wir mal. Ach, doch, der Dexter ist offen. Dexter, Wolf-Mutation, Rang 1 Status offen in Babanastre. Die Gasri ist der Auftraggeber. Mhm. Gibt es niemanden, der den Mut hat, dieser Elbenhölle das Maul zu stopfen? Mein Lieber hängt von Dabla ab, wart im Sandmeer, gezeichnet Gasri. Aber niemand interessiert an Dexter. Also die Gasri, wie so im Text gestanden ist, ist hier im Sandmeer. Mhm. Müssen wir sie nur suchen. Die Kellnerin ist es wahrscheinlich nicht, die heißt wirklich Gasri. Gasri, Gasri, Gasri. Nein, nein. Thomas ist es auch nicht. Also hier oben? Hä? Oder muss ich die jetzt extra suchen? Wo ist ein Kellner? Wo ist Thomas? Ist vielleicht der Wirt gemeint? Nein. Okay, da erzählt was für die Kieserebene, dass da was nicht richtig stimmt. Ah, du bist's. Ich dachte, das wäre eine Frau. Entschuldigung. Oh, du bist wegen Stecks, bis von Dexter kam. Ach, Gast, wie bin ich? Ich könnte halt den Stand auf dem Bazar. Aus den roten Zahlen zu kommen, habe ich mein ganzes Kapern in attraktive neue Produkte investiert. Ob das eine gute Idee ist, ist eine andere Sache, ne? Problem der Zeit macht ein fieses Monster in der Westwüste der Maske ist unsicher und gerade kommt meine Lieferung durch, genau dort. Wenn kein Mann mit meinen Produkten angegriffen wird, dann ist Schluss mit lustig. Zapp Dunzer, ich kann einpacken, finito. Tschüss dich. Kannst du mir helfen? Oh, was sowas von du? Uah, du bist der Beste. Dexter streunt auf den Galdea-Hügel in der Westwüste der Maskas rum. Da haben sie noch nicht umgesehen. Kaman bringt Kunde in die Stadt, sein Revier lege hauptsächlich entlang der Fels von gleich links zu Beginn der Wüste, also ziemlich nah. Was letzter Herr, wenn ich pleite, mache sie meine Frau und ich. Jagd auf Dexter! Das ist die Frage, mache ich zuerst die Jagd? Auf Dexter oder gebe ich zuerst diesen Schornstein ab? Frage alle Fragen. Andere Frage noch, habe ich noch genug Geld, nachdem ich mir Magie gekauft habe, dass ich mir vielleicht einen Pfeil kaufen kann für meinen Bogen? Muss ich schauen? Es gibt jetzt in dem Spiel nicht allzu viele Pfeile, ich glaube nur 7 Stück oder so. Das sind wirklich nicht sehr viele. So, ich brauche auf jeden Fall Vita! Auf jeden Fall. Feuer. Bitteschön. Let's. Mal alles. Somit habe ich mal alle Elemente abgedeckt. Okay, fast alle. Aber schon mal das Gröbste für den Anfang. Jo, ich kann wieder zaubern. Naja, ich brauche die Lizenz noch für. Immer diese kleinen Kleinigkeiten. Ja, das ist... Wie kann man Final Fantasy 12 heute, wo man nur kauft und denkt, ja, ich habe alles und... Jo. Eine Technik brauche ich nicht, obwohl ich glaube, da gibt es eine Analyse, ne? Ja, ja. Ich meine, Analyse jetzt nicht, ist jetzt kein Must-Have-Technik, aber es ist nice to have. So, ich kann es mir auch leisten, also ja, damit zeige ich zwar fast kein Geld mehr, aber ich glaube, für den Pfeil müsste es reichen. Dann schauen wir mal in der Westwüste vorbei, obwohl, kann ich den Dexter besiegen? Wird schwierig! Ich bin gerade überlegen, ob das überhaupt möglich ist, auf diesem niedrigen Level. Ich meine, es ist einer der ersten Mobs, also gehe ich davon aus, dass es möglich ist, wenn man gut vorbereitet ist. Was ich definitiv noch nicht bin. So, Rüstung brauche ich nicht schauen, dafür habe ich kein Geld gerade. Aber komm, für einen Pfeil reicht das, oder? Schauen wir mal. Hallöchen, mein guter Amal! Hast du was für Schönes? Was? Du hast keine Pfeile?
Schlechtes Geschäft, mein Freund. Schlechtes Geschäft. Ich gehe wieder. Also, eigentlich könnte man so einen Speer doch mitgehen lassen, oder? Das würde sicher nicht auffallen. Ich meine doch nur. Okay, es gibt zwar einen Bogen für mich, aber keine Pfeile. Juhu. Ich glaube, dass ein Gegner einen Pfeil droppt. So ganz random. Sagen wir so, es ist möglich, aber ich spiele da nicht drauf hin, das ist mir zu wir. So, und ich gehe jetzt mal zu seinem Gebäude, was der Thomas da angedeutet hat. Das ist ja gleich um die Ecke. Mehr oder weniger. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. So, da ist der. Ja, das ist der Verkaufsstand, das habe ich nicht gesucht. Sondern hier an die Richtung. Die Stiege hoch. Wartet. Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Ich schaue gerade. War es hier oben? Ich glaube, es war da oben. Es sieht aus wie komisches Zeichen. Schauen wir mal. Das war nämlich so ein spezielles Gebäude. Ah ja, hier war es. Hier war es. Das ist nämlich, schau mal, ein unverständliches Schild. Okay. Reden wir hier mal mit dem Banker, vielleicht weiß der was. Sieh an, du nennst den Clanbericht deiner Engel, dann mal rein in die gute Stube, Neuling. Lass doch. Okay. Schauen wir uns mal dieses Gebäude an. Das wird nämlich für später sehr wichtig. Hier spielt eine sehr spezielle Musik, wie man schon hört. Voll die Partymusik! Whee! Hier ist ein Mokri, der passt auf alles auf, mit seinen langen Ohren. Und schreit auch alle an, wenn sie unheimlich sind. Das ist nämlich das Clan-Hauptquartier von Rabanastre. Ja, wir gehören zu diesem Clan, komischerweise. Obwohl wir nie was gemacht haben für. Das hier ist Mont Blanc, mit dem werden wir noch öfter reden. Kupapo, ich habe ich ja noch nie gesehen. Recht jung für einen Kopfgeldjäger, wenn du gar wirklich einer bist. Wie Kupa auch sei, ich heiße nicht herzlich Clan. Zum Tore bekommen. Ich bin Gründer und Kopf des Clans, heißt Mont Blanc. Nur zu müssen sich an der Bewährungsprogramm ziehen. Wir gehen mit dem Test, den du bestanden hast. Ein Mokri, ein Wort, Kupo. Okay, wir sind Centurio. In unserem Hauptquartier erhältst du Infos über spezielle Mobs, die an Stickbriefe nicht an den Anschlagtafel zu finden ist. Das heißt, es gibt Mobs, die nur hier sind. Nur hier. Und da sind auch die sehr schweren dabei. Um deine Beitrittsmodalität werde ich mich persönlich kümmern. Bis dahin sollst du dich an den Kampfkünsten feilen, Kupo. Und dann lernst du erhältst übrigens einen exklusiven Stand auf dem Bazar von Rabanastre, Kupo. Aber jetzt das Geschäft deiner Wahl. Naja, nicht wirklich. Dann viel Spaß bei uns im Clan, Kupo. Hast du wieder für mich was? Fleißig auf Ja, Kupo. Ja, wir haben alles aufgefüllt. Jeder Rangaufstieg soll eine kleine Feierlichkeit wert sein, Kupo. Wir sind unterster Rang, also kriegen wir schon mal 3 Potions. Gehen wir weiter so, Kupo. Tut mir leid, ich habe zurzeit nichts. Okay. So, dieser Clan-Stand, der ist sehr interessant, weil je höher euer Clan-Rang ist, desto bessere Items kann man dort kaufen. Wie erhöht man den Clan-Rang? Man erledigt diese Mob-Aufgaben, also diese Side-Quests mit den Mobs. Jetzt ist die Frage, wo sehe ich meinen Clan-Rang? Hier nicht. Ich dachte, man kann es eh aussehen. Man sieht es, wenn man speichert. Oder, ich glaube, es war auch hier im Clan-Bericht, ne? Wartet. Ah, falsche Taste. Ah ja, hier unten jetzt. Grünschnabel. Grünschnabel ist der erste Rang. Ich glaube, es gibt 10 Ringe. Ich weiß es nicht mehr genau. Die Punkte sagen nur, wie viele Bonbons ihr besiegt habt. Das sagt nichts davon auf, aus wie viele Mobs ihr besiegt habt. Ich glaube, die Punkte geben ja eigentlich auch nichts wirklich Wichtiges. Man kann hier die Mobliste anschauen. Hier kann man ein bisschen nachlesen, dass man hier schon erledigt hat, dass man einen Auftrag hat. Kann ein bisschen nachlesen, wenn man lustig ist. Die Texte werde ich hier eventuell später vorlesen. Und es gibt ja auch zu jedem Monster auch einen Text. Jetzt ist das Interessante. Ihr seht ja hier solche Zahlen neben den Monstern. Ja? Diese Zahlen sagen euch aus, ab wann hier in diesen Texten mehr Infos stehen. Das heißt, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Gegnern besiegt und eine bestimmte Menge, bekommt ihr mehr Infos über diese Gegnerart, sage ich mal.
Was ziemlich interessant ist. So, das Piraten ist so eine Art Achievement-Reihe. Da ist noch nichts drin, da gibt es noch nichts zu sehen. Und in der Abenteuerfilm, das ist mehr oder weniger ein Tutorial. Braucht nicht wirklich reinlesen, außer man kennt sich wirklich null und nichts aus. Dann vielleicht. Aber es ist auch ein bisschen kompliziert geschrieben, muss ich ehrlich sagen. So, der Clanstand, der uns Sachen verkauft, der ist hier ganz hinten. Der ist erst verfügbar, wenn ihr mindestens einen Tempelclan betreten habt. Wann ihr den betretet, ist eure Sache. Ich hab's gleich mal aufgehört. Hey, Schatzkind, okay, haben Sie schon, Chef? Na dann, hau rein. Wenn ein kleiner Rasier gibt's besser an Gürtel, ne? Geh nicht lang, schau mal, was du haben kannst. Okay, was hast du? Potions. Also ich glaube, das wird auch eine lange Zeit so bleiben, dass er uns nur Potions verkauft, der Gute. Nur Potions. So viele Potions. So weit, so gut. Ich würde sagen, wir gehen zur Westwüste und schauen uns mal diesen Dexter an. Ich werde sowas auf die Schnauze kriegen, das weiß ich jetzt schon. Wir können uns auch mal die Westseite von der Stadt ansehen. Ich glaube, das waren wir noch nicht. Dort gibt es nämlich ein großes Gebäude auch. Hier sind alle Gebäude groß, das ist ja kein Wunder. Es ist eine Großstadt. Sieht man ja schon. Und ja, die Wege hier sind lange. Warte, bin ich richtig unterwegs? Sieht gut aus. Bei der Musik kann man sich wenigstens schön entspannen. Ja, und es ist sehr viel rumgelaufen. Sehr viel rumgelaufen, vor allem in den Städten. Werdet ihr das auch noch öfter hier sehen? Hier? Man muss halt sehr viel rumlaufen. So, Westen ist bekanntlicherweise nach links auf der geografischen Seite, ja. Also, gehen wir nach Westen. So, Westtor. Ups. Ich glaube, da gibt es auch wieder andere Gegner. Und ein Speicherkristall. Und ein Ort, den wir noch nicht betreten können. Aus Gründen. Das ist hier noch zu. Da sieht man diesen orangen Strich. Ha! Das Luftschiff-Terminal ist heute ein ehrenwertes Gast aus Rachel vorbei. Kommt später vorbei. Ja, das ist ein Luftschiff-Terminal. Das ist mehr oder weniger ein Telepostein. Zum Reisen. Und hier ist Gardi. Der verkauft wieder Schokobos. Aber das war auf dieser Seite. Interessanterweise, dass es ihn mehr als einmal gibt. So, alles auf der Westwüste-Seite von Dalmask, gleich links soll dieser Dexter sein, haben wir gehört. Dann schauen wir uns mal da vorbei und ja, das könnte wehtun. Das könnte sehr wehtun. Das hat gerade ein bisschen lang geladen. Die Westwüste Dalmaskas. Mit einer sehr, ich sag mal, chilligen Musik. Hier sind solche Wölfe unterwegs. Hallo! Die normalen Wölfe. Zack! Und die Frage, warum ich jetzt diesen Auftrag jetzt mache und nicht nachher, weil Fenello dabei ist. Deswegen. Macht auch meistens Sinn, oder? Wenn sie schon mal da ist, kann sie auch mal ein bisschen hier mitgreifen. Das Interessante ist, die, Extra-Gegner, also die Mob-Gegner, sind auf der Karte rechts oben ein ganz großer oranger Punkt. Wie die deutschen Gäste hier, orange. So, links hat es geheißen. Wenn ich die Karte jetzt aufmache, ist sie mir nicht komplett. Das kennen wir, weil wir waren hier noch nie. Der Caldea-Hügel, wir sind am Caldea-Hügel und das müsste hier irgendwo gleich links sein. Ja, da sehe ich ihn schon, den großen. Okay, es ist mehr rot. Rot-oranger Punkt. Ah, ich mache jetzt was weg. Tschüss. Und bevor ich da hingehe. Ah, stimmt, da war was. Bring ich mir jetzt mal Vita bei. Einmal bitte Vita. Ja, bitteschön. So, die Frage: Frage ich mir auch Feuer, Eis und Blitz bei? Ich würde sagen ja. Ich habe gesagt ja. Dass hier eine Abfrage ist, ist ein bisschen nervig. Willst du das wirklich machen? Ja, wie gesagt. Das ist nervig. So, bei Pennello, die kann schon von Anfang an Vita, was ziemlich cool ist. Aber ich bringe auch noch den Orakelreif bei, wenn ich schon dabei bin. Dann einmal das Klauen, damit sie es auch kann.
und auch Feuer, Eis und Blitz. Und ich glaube, da links unten halt, sie fängt sich auch ein bisschen anders an. Ja, sie ist nämlich bei den Dolchen unterwegs. Waren es ja bei den Schwertern hier in der Mitte. Und hier links sehen wir schon mal Feuerwaffenlizenz. Hier gibt es Feuerwaffen, ne? Sowas wie eine Schrottkanone. Und hier unten haben wir Stöcke. Die sind auch ziemlich coole Waffen, finde ich. Aber lassen wir mal Penelope da, wo sie ist, bei den Dolchen. Ich werde das später eventuell umändern. Ja, ich lasse die LP, die ich jetzt habe, noch offen. So, jetzt wo ich es habe, Wertigkeiten, Weißmagie, Vita. Kostet ein bisschen MB. Ich kann es jederzeit jetzt machen. Oh yeah. Das Gambi ist für Vita noch nicht eingestellt. Das kann ich erst später machen, das kann ich jetzt noch nicht machen. So, zuerst den kleinen Gegner weg. Kleiner Wolf muss weg. Dann der Dexter. Da ist er. Wir haben keine Ahnung wie ihn. Außer, dass er da ist. So, ist der erste kleine Gegner weg. Steuern wir selber. Und ja, der Dexter haut rein. Haut richtig rein. Ich muss auch passen. Auch muss ich auch selber steuern gerade. Das ist vor allem am Anfang sehr wichtig. Der kann schon Toxin. Böse, böse. Toxin ist sowas wie Gift. Na gut, es ist der Gift mit der Start. So, zauber mal ein bisschen. Feuer! Verstärkung. Was? Schon besiegt? Das war's Feuer. Sieg der Dexter! Normalerweise hält er mehr aus. Aber der hat anscheinend eine sehr krasse Feuerschwäche. Aber ich gedacht, nee. So, mal selber steuern. So, und du gehst auch weg. So, wie man sieht, ich habe nur noch 9 MP, also die MP gehen ja sehr schnell leer. Aber man kann die MPs wieder sehr gut auffüllen, indem man herumläuft. Man hat gerade gesehen, ich habe 10, jetzt habe ich 11, jetzt habe ich 12. Die MB regenerieren sich hier entweder durch Speicherpunkte, also Kristalle, oder indem man herumläuft. Ob ich das gut finde oder das schlecht, bin ich bis heute ein bisschen erschritten. So kann man es im Kampf eigentlich endlos zaubern, so gesehen. Außer die Zauber kosten sehr viel MP, was später der Fall ist. Das sind 40 MP nix. Da bringt das Rumlaufen auch nicht mehr so viel. Da tut man MP erhöhen durch andere Sachen, zum Beispiel Schaden machen, Schaden bekommen. Da gibt es richtig coole Sachen, wie man MP bekommt. So, der Dexter war leichter als ich dachte. Ich würde sagen, wir holen uns die Belohnung und dann machen wir ein bisschen das Story weiter. Und nebenbei, ich habe jetzt einen neuen Rang, den Azubi-Rang, freigeschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt zu unserem Kumpelfreund Montblanc gehe, müsste ich auch eine Belohnung kriegen. Ja, es gibt hier wie immer wieder was zu tun. Immer was zu tun hier. Aber zuerst ist die Frage zuerst zur Taverne oder zuerst? Na gut, die Taverne ist näher. Die Taverne ist näher. Und die Penelope läuft uns hinterher. Eigentlich nicht, tut sie nicht. Die ist ja nicht vorhanden. Wer wissen Sie, wie dann, dass sie da ist? Gute Frage. So, und ich glaube, für den Dexter bekommen wir schon eine etwas bessere Belohnung auch. Und ja, weil ich alle Mobs machen werde, das wird eine Zeit lang dauern. Also wenn man so ein Mob-Bad ist wie jetzt, dann wird's, könnt ihr schon mal damit rechnen, ja gut, ist ja auch schon mal eine halbe Stunde, bis mal was passiert, gefühlt. Ich werde da später natürlich ein bisschen mehr cutten, jetzt am Anfang. Am Anfang zeige ich jetzt ein bisschen mehr, damit ihr wisst, was hier los ist. Aber später ist mit dem Schneid wirklich, glaube ich, besser. Hast du das Text besiegt? Oh, danke, vielen Dank. Du hast meine Frau mir das Leben gerettet. Bitte nimm das ein Zeichen. Ja, Dank. 500 Gil, ein Wildlederhelm, der für den Anfang ziemlich gut ist, und einen Telefonstein. Wunderbar, ich habe einen Stand lang genug von Alex. Zeit zurückzukehren. Ja, vielleicht habe ich noch Sieg. Mach dir bitte keine großen Hoffnungen. Ja, der hat einen Itemstand, der gute. Sondern ich glaube, es ist nichts mehr hier, ne? Oh, na. Ernsthaft? Der L kommt jetzt schon?
der Blütenfaktor. Das ist ein Mob, der kann euch K.O. setzen, ganz früh im Spiel. Das ist kein Witz. Das ist einer der ersten. Erst greift das Monster Reisen an und jetzt macht es auch noch ein Camp unsicher. Langsam reicht das. Wer kann helfen? So, wo darf ich mich melden? In der Ostwüste der Almaskas bei Dandro. Da waren wir noch nicht, da werden wir auch mal schauen. Aber nicht jetzt. Der Blütenkaktor ist ein sehr spezieller Mob, da werde ich. Ich sage jetzt schon mal, den werde ich jetzt noch nicht machen. Den mache ich später. Warum? Wie gesagt, er kann mich K.O. setzen. Selbst wenn Penelo bei mir dabei ist. Es ist so ein Game-Over-Kandidat, ein sehr guter sogar. Sehr guter. Falls ihr fragt, was ist dieser Laden, wo ich gerade vorbeigegangen bin, den werden wir später besuchen. Das ist nämlich der Gambi-Laden. Da kann man sich Gambis kaufen. Das ist sonst noch nicht wichtig, das ist später wichtig. So. So, und jetzt, weil ich den Rang Azubi habe, müsste der Mont Blanc mir was geben. Keine Sorge, ich besuche noch den Darlene Release. Hey, ja, Cooper. Oh, wusste ich gerade, du bist halt schon Azubi. Die Leistung. Bekommst du etwas Schönes? Zwei Elimini-Splitter, das so eine Art Todzauber ist. Nur stärker. Und zwei Telepo-Steine. Immer weiter so, Cooper. Ich habe keine Mobs für dich. Ja, die Mobs von Mont Blanc, die kommen später. Die sind aber auch gefährlich. Also immer wenn ihr zu Mont Blanc geht und einen Mob bekommt, stellt euch auf schlimme Sachen ein. Okay, es gibt eine Sache, die ist jetzt nicht so schlimm. Von der Schwierigkeit her. Aber sie ist nervig. Sehr nervig. Ich erinnere mich an einen Mob, der... ja. Ich will nicht zu viel verraten. Ich sage einfach nur, ja. So, ich kann auch von hier zur Unterstadt. Das ist schön. Dann schauen wir mal runter. Können wir jetzt endlich vielleicht in den Palast einbrechen und uns ein paar Sachen holen? Leckere Sachen eventuell. Teure Sachen. Jetzt haben wir mal kurz geguckt, wie lange der Part ist. Wir haben noch Zeit. Also, der Ort hier drüben. Also, hier sieht man ja, dass das hier zu ist, indem es hier auf der Karte hier rot blinkt. Das wird aufgemacht, wenn ihr einen bestimmten Mob besiegt. Ich sage jetzt noch nicht welchen, aber das wird später sehr wichtig sein, dieses Wohnhaus. Das könntet ihr euch schon mal in den Hinterkopf behalten. Apropos Hinterkopf behalten. Es gibt ein paar Sachen, da sollte man sich Notizen machen in dem Spiel. Und das ist kein Witz. Das werde ich natürlich hier auch machen, so nebenbei. Das werde ich nicht mitkriegen. Aber ich mache hier mir Notizen im Spiel. Einfach, weil es so viel ist, was man hier machen kann. Ich wollte kurz gucken. Wenn ich unterwegs bin, passt. Wie viel man hier machen kann? Puh. Ich sag mal so, wenn ihr bei 120 Stunden Spielzeit seid, die Story noch immer nicht durch habt, dann habt ihr schon viel gemacht. Wie lange die Story alleine dauert? 40 Stunden. Hey, Vaughn? It's been a long time since we did anything together. Too long. I had a really good time. Alles klar. Well, I should probably be getting back to the store. Actually, I was kinda supposed to be watching the place for Magello. And Vaughn, try to stay out of trouble. For me. I don't know what I'd do if you weren't here. If something happened to you. I'm not going anywhere, okay? That's what I wanted to hear. See you later. Sorry, Penelo. Der hat knallhart gelogen. Weil er will ja irgendwo hingehen. So, Penelo ist jetzt wieder weg. Tschüss, Penelo. Na, das wird doch spaßig. Tschüss, Penelo. So, lieber Dalan. Irgendwas in Sonnenstein, nicht wahr? Wie reich ich werde den Mondsichelstein seine Magie zurückgeben, wie versprochen. Wo war denn Mondsichelstein, so eine Frage? Das sagt er mir natürlich Now nicht. You'll be wanting to know how to sneak into the palace, eh? First you go to Storehouse 5. You know the one.
two doors she has. Now the right takes Van Ratsbane to his territorial hunting grounds in the sewer bottom, but that's not the way you'll go. No, you'll take the left door down into the Garamsythe waterway. The waterway leads to a stair, the stair to the palace cellars. That's your way in. But don't go counting your gill just yet, my boy. Getting into the palace was the easy part. The way into the treasury is carefully hidden. That's where this crescent stone comes in. The magics it bears can open the hidden door to the treasury, you see. Listen, Vaughn, for the words I shall speak are most important and not to be forgotten. Do you understand? The Signet yearns for sunstone strength to light the clouded way. Once in the palace, you'll find the Signet tile, very important. Give to it the sun's power and it will light your path. Very well. Oh, a warning. Be aware that if you're caught, you'll spend the rest of your short life rotting in the Nalbina dungeon. So, look sharp, my boy. And don't go running off before you're ready. Plans freshly hatched have a habit of tumbling from the nest straight into the hunter's stew pot. Sehr interessante Anspielung. So, wir kommen in den Mondsichelstein, wo er sich in die Tasche gesteckt hatte. Gut, haben wir ihn jetzt irgendwie. Frag mich, wie ist es so? So, wir sollen also zum Speicher Nummer 5. Das ist der Ort am Anfang, wo wir diese Ratten gejagt haben. Die Kanalisation. Squads 3 through 6 are in place. They stand ready. So far the Imperials haven't noticed a thing. Then go now and hurry the others. By nightfall we must ensure all our men are in place. Sir. Sir. Sehr interessant, was da unten abgeht. Man bekommt dafür natürlich nichts mit. So, wo war es nochmal? Links oben, ne? Ja. Yep. Jetzt auch Verkäufer. Na dann, auf zur Kanalisation. Dort wollen wir nämlich wo einbrechen. Mit unserem schönen Mondsichelstein. Ach stimmt, nebenbei kurz. Wir haben ja was bekommen von unserem kleinen Auftrag. Nämlich. Wo ist es denn? Eine Rüstung, der Wildlederhelm, genau. Was ist das für eine Lizenz? Ich glaube, das ist eine Dreier leichte Rüstung. Kann das sein? Eine Zweier. Okay. Dann nehme ich die mal mit. Jetzt wollt ihr freundlich sicher wissen, was ist der Unterschied zwischen leichte Rüstung, schwere Rüstung und hier gibt es auch noch die magische Rüstung. Nur mal so viel, die leichte Rüstung ist für die HP zuständig, also dass ihr mehr HP bekommt. Die schwere Rüstung ist mehr Aushalten, mehr physische Resistenzen. Und die magische Rüstung ist magische Resistenz und magische Stärke auch. Das ist der grobe Unterschied zwischen den dreien. Es gibt hier rechts hinten noch später noch krassere Unterschiedlichkeiten von den dreien. Aber am Anfang sind die leichte Rüstungen etwas häufiger. Das heißt jetzt aber nicht, dass die anderen Rüstungen deswegen schlecht werden, nur weil die häufiger sind. Mehr Magieabwehr. Nice. Da sage ich nicht. Nein. Also am Anfang sind die Anfangsrüstung halt. Ne? Da ist nicht viel Unterschied. Immer so 4, 5 Werte vielleicht. Aber später merkt man schon ziemlich krasse Unterschiede zwischen den ganzen Ausrüstungsgegenständen. So, gerade, hier links war es. So, der gute Dallan hat gesagt, wir sollen nach links runter. Hallo, neidischer Junge. Wie geht's? Sei nicht so neidisch. Speicher Nummer 5. Und da wartet schon der Kites. Hey, wann hab ich dich gewartet? Ich stehe kurz davor, die linke Tür abzurücken. Die Ratenkämpfe sind doch sicher langweilig, oder? Du sollst als erstes sehen, was ich da unten verbiege. Deswegen habe ich auf dich gewartet. Du willst doch nur mitkommen, oder?
Alec fehlt mir zum Öffnen noch ein ganz bestimmtes Werkzeug. Wärst du, wenn du mir das besorgen könntest? Schade, was? Hast sicher schon auf neue Abenteuer auf der Kanation gefreut, oder? Ne, Quatsch. Natürlich hat Meister Keitz das Zeug längst besorgt. Was dachtest du denn? Sieh und staune! Nun, vielleicht so, doch nicht, ey, komm schon! Ich frag mich, wer das aufgemacht hat. Es war sicher kein Schlüssel. Weil es war ein schwarzes Bild, nämlich. Ja, geschafft. Jetzt kannst du dich endlich mal woanders umsehen, Bahn. Ach, übrigens, das ist für dich. Kannst du vielleicht gebrauchen. Weiß er nie. 2 Potions und 4 Augentropfen. Die Augentropfen will ich wahrscheinlich irgendwann mal verkaufen. So, ab zum Kanal. Und da unten sind viele Gegner unterwegs. Viele Gegner. Da werden wir. Und wir werden den Kanal nicht nur einmal besuchen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir werden den... Wie oft besuchen? 4-5 Mal? Locker? So, hier ist instant Speicherpunkt. Und den werde ich mal Gebrauch machen. Ups. So, das Speichern schneide ich immer raus. Oder ich versuche es immer rauszuschneiden. Weil das dauert immer ein bisschen. Ich bin zwar jetzt auch nicht mehr jung, ja? So, okay. Es gibt nur eine Richtung. Nicht hier lang. Hallo, jemand zu Hause? Ah, da ist ein Gegner, der ist konfus. Traut sich mal selber eine Ratte. Eine Bärratte. Hier laufen Ratten rum, die konfus sind. Aus Gründen. Ich kann auch zaubern, meine Dame. Zack, das ist 87 Schaden. Das ist mehr als wie ein Schwertschlag macht. Kostet MP allerdings dafür. Nur eine Frage: Wie viel macht denn, wenn ich Blitzzauber in ihre Eis? Macht das auch so viel? Ja, macht auch so viel. Ach, greifen wir mal physisch an, sonst gehen wir die MP aus hier. So, hier laufen aber sehr viele Ratten rum. Die nehmen wir mal alle schon mit. Jetzt mit! Und. Ups! Ich glaube, hier unten auch eine Kiste. Ja, da. Vor meiner Nase. Vor meiner Nase ist die schöne Kiste. Oh, Konter. Konter ist etwas Seltenes im Spiel. Es passiert manchmal, dass man selber oder der Gegner einfach mal einen physischen Schlag kontert. Später passiert das öfter als wie jetzt. 25 Kill. Hey, ich bin reich. Kann ich schon mal dabei bin. Einmal bitte. Vita. Ja, man kann auch zaubern, während man läuft. Also während der Ausführung braucht man Pause, aber während man läuft, kann man wechseln die Leiste auffüllen, was ziemlich praktisch ist. Hier läuft ja einiges rum hier. Und... das! So, dieser kleine Fledermaus hier, ist ein fliegender Gegner. Hier kann ich sie treffen, aber wenn sie jetzt zum Beispiel hier so neben mir ist, dann muss ich zaubern. Also hier geht's. Aber manchmal muss man wirklich zaubern bei manchen Gegnern. Da gibt es kein Wenn und Aber. So, die Serie ist zwar weg, aber egal. Die Serie mache ich später. Eine lange Serie. Wie lang soll die Serie werden? Die Antwort ist ja. So, ein Rattenfell. Gibt ein bisschen Geld. Später. Mal mit heilen. Schön. Also wer hier unten immer aufbleibt bei dem Kanal, der macht vielleicht einen Job. Bleib doch hier, du kleine Ratte. Ja, zack. Hier unten ist ganz schön was los. Wir kennen das Wasser, was hier runterfließt. Nur eine Frage, müsste es hier unten eigentlich nicht ziemlich muffeln? Ich meine, es ist eine Kanalisation. Gesehen eigentlich schon, oder? Ich will nicht drüber nachdenken. Wer will das schon? Bah! Oh, schön, wegschlitzen alles. Diese kleinen Fledermäuse geben gute Erfahrungspunkte von Anfang. Die Ratten jetzt nicht so viel, aber die Fledermäuse definitiv. Oh, ich will auch mal kurz blitzen gleich.
Einmal bitte Blitz auf diese Ratte hier. Tschüss, Ratte! Ist halt noch eine niedrige Stufe, Makiti, die sieht nicht besonders aus. So, wieder eine Kiste. Darf ich die nehmen? Ich lasse mal lieber in Ruhe. Ist wahrscheinlich nichts Wichtiges drin. Ich habe euch letztens erzählt von den Kisten, die ich nehmen darf. Ein paar habe ich im Kopf. Ich habe mir alle aufgeschrieben. Ich habe meine Mitschrift noch nicht rausgeholt. Das mache ich später. Da steht einiges drin, nämlich. Mit einiges meine ich einiges. Das ist fast schon eine komplette, so eine eigengeschriebene. Ja, nur fast. So, ja, die Kanalisation ist ziemlich groß. Ist auch eine große Stadt, Rabanastra, also es passt schon. Ja. Die kleinen, miesen Ratten! Und tschüss! Noch eine Frage. Regen! Ich hoffe, ich schmecke nicht allzu gut. Puh. Naja, das sind jetzt nicht gerade die spannendsten Kämpfe. Aber das sind Erfahrungspunkte, die ich mitnehme. Einfach mal so. Wenn ich schon mal da bin. So, ich glaube, hier unten war nichts Besonderes. Nee, das ist einfach nur ein Kreisverkehr, mein Mega. Dann gibt's nur diese Richtung. Das ist ein großer Kanal. Hallo, hier ist Hause. Eine Kiste, aber ich glaube, die darf ich aufmachen. 31 Kill. Falls mir passiert, dass ich eine aufmache, die ich nicht aufmachen soll, passiert. Das passiert dann halt einfach mal. So, hier laufen ein paar Ratten rum, die auch konfus sind und sich selber hauen. Und ein großer Fisch! Nups! Ja, nerving! Nerving, nervig! Zack! Noch eine Kiste. Wir haben. Dankeschön. Ja, alle Kisten, die ich hier unten aufmache, haben eine Wahrscheinlichkeit, dass sie auch wieder kommen. Und dann wieder, noch wieder, noch wieder, habe ich wieder gesagt, und dann wieder. So, da das hier ein Fisch ist, der hier ist, dann müsste er eine Blitzschwäche haben. Ja, Killerfisch heißt er. Was für ein Name. Schlitz! Autsch! Das musst du wehtun. Da kriegst du einen Blitz! Ich mag es, wenn die Gegner mit einem Schlag weg sind. Auch wenn es ein Blitz ist. Einfach mal fast 200 Schaden machen. Mit einem Blitz, hallo? Ah, pariert. Ist auch was jetzt, ne? Ist sowas wie Konter. Dass man. Ja, den Schaden einfach wegschlägt, könnte man sagen. Einmal heilen, bitteschön. Dankeschön. Oh, meine MP sind schon wieder fast leer, aber die gehen ja wieder hoch. So, was ist hier Schönes? Ein Potion. Ein Potion, ein Potion. Hier läuft auch so einiges rum. Schade, dass diese normalen Zauber, so Blitz, Eis und Feuer, die haben keinen Masseneffekt. Ist wirklich so. Man kann nachher von Bild, die haben keinen Masseneffekt. In anderen Final Fantasy konnte man sagen, ja, ich mache einen Massenangriff. Mit bestimmten Tasten. Nee, neues Level. Aber hier ist es so, die Anfangsmagien haben keinen Masseneffekt. Später die stärkeren Magien, also die Verbesserungen davon, die haben einen Masseneffekt von aus aus. Was ziemlich cool sein kann, aber auch nervig. Je nachdem, gegen was man kämpft. Oh, Fledermaus. Ich hab gehört, du bist Stress. Kriegsstress. Na, tschüss. Ich heile mich dabei, während du das rumfliegst. Ich frage mich gerade, ob man
Wieder, was er tot heilen kann. Ich glaube nicht. Wir gelten hier nicht als untote Gegner. Komischerweise. Aber wieder ein Fisch. Ein Killerfisch. Ich glaube, du bist gleich weg. Putz! War schön, ich gekannt zu haben. Ist das eine Sackgasse? Nein. Ah, Kiste. Da ich mich schon, warum kommt dieses Rufzeichen? Weil die Kisten waren. Und ja, die Anfangskisten haben meistens nur Geld drin. Ah, da geht's ein bisschen los. Na dann. Ja, eine kleine Warnung. Wenn wir einmal drin sind, geht's nicht mehr so schnell raus. Wir wollen trotzdem rein. Das ist schließlich unser Plan. Wir verpassen beim Feuerwerk. Zwischensequenz mit zwei Personen, die wir nicht kennen. So, der königliche Palast von Rabanastre. Da wären wir. So, und hinter uns ist etwas sehr Spezielles. Das hier. Eine Urne. Die kommt später noch häufiger vor, dass so eine Art Tutorial sein, was das ist. Das ist nämlich eine Karte. Eine Karte, die alles aufdeckt für uns. Und diese Urnen sind selten. Ich glaube, es gibt nur ein paar davon im Spiel insgesamt, wenn überhaupt ein Dutzend, also so 12, 10 Stück herum. Wenn überhaupt. Es gibt nicht viele davon. Das ist eine davon. So, okay. Der Dallan hat uns so ein kleines Rätsel gegeben, wie wir diese Schatzkammer finden. Und jetzt muss Vaan hier einen Weg finden, wie er da hochkommt. Und das ist ein bisschen fusselig, sag ich mal. Hallo, guten Tag. Ist das Personal für den Sonderdienst vollständig versammelt? Sehr gut. Eure Aufgabe ist es, nach Abschluss des Banketts das Aufräumarbeiten zu verrichten. Wartet hier, bis ihr weitere Instruktionen erhaltet. Fallt euch bis dahin ruhig, dass mir niemand auf die Idee kommt, die Treppe hochzuwollen. Zuwiderhandlung wird hart bestraft. Herr Benediker, nicht hochgehen! Gut, aber wir wollen ja irgendwie hoch. Wir wollen ja zur Schatzkammer. Oh, vor allem noch ein Paket, obwohl noch ein paar leckere Happen auf dem Tablet liegen. Will ich nicht empfehlen, das zuerst, mein Freund. Aus Gründen. Sobald der Befehl zum Aufräumen da ist, gebe ich dir Bescheid. Kannst du es kaum warten, was? Was sowas von nicht. Ehrlich gesagt würde ich mich gerne mal genau im Palast umsehen. Gibt bestimmt Interessantes zu entdecken, aber bei den ganzen Wachen schwierig, schwierig. Ich hatte gehofft, einen Blick auf den schnuckeligen Wein zu erhaschen. Daraus wird wohl nichts. Wie schade. Schnuckelig? Ich weiß nicht, ob dieser Freund schnuckelig ist. Als ich meinem Freund erzählte, ich würde heute beim Paket aushelfen, war er ganz neidisch. Fasel die ganze Zeit was davon, sich hier einzuschleichen. Na, so ein Blödsinn. Als wenn in diesen gut bewachten Palast jemand eindringen könnte. Das schafft doch niemand, du. So, hier geht's ein Potion so nebenbei. Und ja, wir wollen da aber hoch. Mal schauen, was die Wache dazu sagt. Ich glaube, die mag das nicht. Du musst einfach vorbeischleichen, ne? Nope. Ha, warte, bist du etwas anderes von uns hörst, Junge, ne? Ja, schwierig. Was mit dem los, ob der nach oben will? Ja. Will ich. Hast du versucht, nach uns zu kommen? Hast du Hunger, was? Klar, wer würde sich nicht gerne einen Hapfen vom Buffet reinschieben? Kann ich gut verstehen, ey. Brauchst gar nichts zu tun, hab dich längst durchschaut. Bist du voll hungrig, ne? Na, dann will ich mich deinen Knoten machen, was Gutes tun, du. Pass auf, ich ruf die Wache mit Viereck. Ich lenk sie dann ab. In der Zeit kannst du dich da oben stellen, okay? Und mach groß um den Typen, sonst merkt er, was du vorhast. Hey, Buckethead! Buckethead. Hey, lauf los! Alles klar. Dankeschön, lieber. Ah, zu nah. Das war zu nah. Nochmal.
Das ist wieder so ein Tutorial. Hello. Hallo! Dieses Unlocken-System kommt im Spiel nicht allzu oft vor. Aber es ist nervig. Wie man die Leute so ein bisschen beleidigt. Ich sag mal, später gibt es eine Szene, die ist ein bisschen cringe. Schon mal als Vorwarnung. Und dieses Unlocken müssen wir hier nochmal nutzen. Nur ein bisschen besser diesmal. Das Wappen sehnt der Sonne Kraft, den trüben Weg zu leuchten. Sobald du Ball aus bist, wirst du auf das Wappen stoßen. Hm. Erfüllt mit Sonnenlicht, wird es deinen Weg erhellen. Das ist, was das da lang gesagt hat. Er hat das Wappen suchen müssen. Ja. Dieses Wappen sieht man hier rechts unter der Karte, wie es aussieht. Jetzt müssen wir dieses Wappen nur finden, wo es ist. Also das hier ist es schon mal nicht. Obwohl man hier was machen kann. Das Falkenwappen. Aber hier passiert nichts, soweit ich weiß. Das ist ein Falkenwappen. Nope, passiert nichts. Ist also falsch. Also man muss auf den Boden schauen, welches Wappen man sucht. Unser Wappen ähnelt... Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Richtig. So, auf jeden Fall. Hey, Buckethead! Ihr da? Kommt mal hier her. Ich brauche ihn mir mal auf der Seite. Damit ich dann hier außenrum gehen kann. Ich rufe die einfach und die laufen dorthin, wo ich will. Praktisch, oder? So, dann schauen wir uns mal hier um. Das muss einer von diesen langen Gängen sein. Sieht das hier ähnlich aus? Es sieht ähnlich aus, das Löwenwappen. Probieren wir es mal. Einmal hochhalten, bitte. Ah, das war richtig. Und somit tut sich ein Geheimweg auf. Das Wappen ist erfüllt mit Sonnenkraft. Irgendwo muss hier ein geheimer Weg erhellt sein. Ja, und diesen Geheimweg, den müssen wir jetzt finden. So, es muss einer der Wände sein. So, hier ist es nicht. Nur so, weil die Wachen stehen ja so rum, ne? Ich bin vor seiner Nase. Ich dürfte eigentlich nicht sein, ja? Ich hinterfrage das mal nicht, was da abgeht. So, das hier sieht mir doch ziemlich nach dem Geheimgang aus. Also rufe ich diese Wache mal hierher. Dass sie sich mal hierher verzieht, in diese Ecke. Das gleiche mache ich mit den Freunden, die da drüben stehen. So, hier. Die drei. Hallo. Kommt mal her. So, und dann. Ich glaube, die hier auch noch. Ja, die hier auch noch. Ihr drei. Hallo. Hey, Buckethead. Kommt mal her. Brauche ich mal hier auf der Seite. Vor allem, wann ruft die einfach so und die tun so: Ja, wir gehen da mal hin. Wo ist er hin? Hinterfragt das nicht, Leute. Wir sind in Final Fantasy. Da passieren immer komische Sachen. Einfach nicht hinterfragen. So, das müsste entweder da sein oder hier links. Ah, hier ist es. Doch das Gitter schimmert ein schwaches Licht. Na dann. Rein in die gute Stube. Wer das immer designt hat, gute Arbeit. So was findet nicht jeder. Okay, die Geheimtür hätte ich gefunden. Doch wo ist die Schatzkammer? Hey, wie wird der denn wieder zuzufahren? Ich glaube nur eine Richtung. Ja, die Tür ist zu. Und hier ist auch keine Karte vorhanden. Die ist hier weg. Also ganz ehrlich, Leute, ist das eine Tür oder eine Wand? Für mich ist das eine Tür, keine Wand. Aber man kann sie nicht öffnen. Dafür brauchen wir was anderes. Nämlich hier ist ein Schalter versteckt. Plopp. So, damit ist die Versiegelung weg. Und diese Wand ist keine Wand mehr, sondern eine Tür. Für mich war das schon immer eine Tür. Das sieht doch wie eine Tür aus, Leute, oder? Ich meine, das ist so auffällig.
Egal. Who are you? I play the leading man. Who else? Fran, the Magicite. Now then, I'll take that. No, you won't. I found it. It's mine. And then when I take it from you, it'll be mine. Exit stage right. The gods do not smile on us. I like it better that way. So, wir haben den Göttinnenmagnet mitgehen lassen und die zwei Freunde wollten ihn auch haben, aus Gründen. Was ist denn hier los? Zu viele Wachen. Mir ist ja was vorgefallen und ich habe nichts mitbekommen davon. Das wäre natürlich nicht so schön. Und hier geht es nur einen Weg, nämlich durch diese Tür oben. You're freeze, eh? That's quite an entrance. Impeccable timing. If I didn't know better, I'd say they were waiting all along. Stop running! End of the line. You have something that belongs to me. Damn! All this way! Fran, let's move! Off with you! I got mitgenommen. Keep this up, and I will. What's going on, Fran? I don't know. It's not heating me. Oh, don't have time for this. I'm slipping. Not good. Hier geht wieder mal das ab, ey. Und wir kriegen fast davon nichts mit, außer dass hier Rambazam gemacht wird. Und die Ifrit da ist. So heißt das Luftschiff. Nicht das Summon-Ifrit. Den es ja früher gab. What happened? Our hover didn't just drop. It disappeared. Ah, forget it. Even if we could fly, the Ifrit's playing with fire, and I'd rather not get burned. We'll go the old-fashioned way. Not many Viera where you come from, thief. It's Vaughn.
Sorry. Well, Fran is special in that she deigned to partner with a Hume. Oh? Like a sky pirate that chooses to steal through the sewers. Pirates? You're sky pirates? So you have an airship? It's Balthier. Listen, thief, Vaughn. If you ever want to see your home again, you'll do exactly as I say. Myself, Fran, and you, we're working together now. Understood? Don't even think you're getting this. The thought never crossed my mind. Balthier und Fran sind mit dabei und ja, sind anscheinend Luftpiraten. Und der Balthier will diesen Stein da haben. Warum auch immer. Ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Cut. Bis zum nächsten Part, Leute. Da werden wir ein bisschen mehr von den beiden mal uns mal anschauen, was sie so drauf haben.